Wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ja, das mit dem Gesicht kennt ihr ja vom Hintergrund. Ich werde da jetzt erstmal nur ein Unboxing machen können und werde es halt auch demnächst im Stream benutzen. Aber meine Ohren sind halt momentan nicht so gut. Da ich ja immer noch krank bin, kann ich halt jetzt nicht direkt sagen, ist sehr laut, ist oder ist nicht laut genug oder die Geräusche kommen nicht so, weil eine Sache höre ich halt momentan nicht. Dadurch kann ich da jetzt in der nächsten Zeit erstmal nichts zu sagen. Ich werde es erstmal benutzen, klar, um den Tragekomfort zu testen in der nächsten Zeit, in den nächsten Streams, wenn ich wieder streame. Aber zur Soundqualität werde ich erst später was sagen können. Aber ich will halt dieses Video dazu schon mal machen. Das wurde mir zur Verfügung gestellt, dass ich es halt in den Streams benutze und euch zeigen kann. Und ich wollte eigentlich nicht mehr Kopfhörer und so, aber das ist endlich ein Wireless Headset. Endlich. Weil EKSA hat ja eigentlich immer nur kabelgebundene Headsets und hier haben wir ein Dogging. Und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe die Urne nicht ausgepackt, was da alles mit drin ist. Ach, hier hinten steht es auch drauf. Anleitung, Kabel, Dogging, Tasche, Headset. Ja, das finde ich bei EK so geil. Du hast immer so eine Tasche mit bei. Ja. So, was haben wir hier? Ah, eine FAQ-Karte. Und der Stick funktioniert mit Mac und Windows 10. System, Sound, Playback und Recording. Ja, also funktioniert. So, dann haben wir hier eine Anleitung. In mehreren Sprachen. Aber hier können wir auch einen Xbox-Controller machen, so wie es aussieht. An den Xbox-Controller mit Erweiterung und ohne. Für PS4, PS5, PS4 mit Dogging Station, also mit Dongle. PS5 mit Dongle. Ja, und Kabel halt, wenn man es am Controller ran macht. Also da bin ich mir gespannt. Ja, und hier bei Windows halt, das ist ja klar. Aber das ist wieder typisch Xbox. Xbox geht es nur am Controller und nicht direkt an der Konsole. Die lassen da nicht so viele Geräte zu, so wie es aussieht. Das habe ich schon von einigen mitgekriegt, dass sehr viele Sachen an der Xbox nicht funktionieren. Ah, und Deutsch haben wir halt auch mit bei. Den werden wir mal umklappen, falls wir da was nachlesen müssen. Ja. So, dann haben wir hier eine Tüte. Hier ist halt der Dongle mit dem drei Strichen von EKSA. Und hier ist ein, gucken wir uns nachher auch gleich noch an, ein Klinkekabel und ein USB-Klinkekabel oder sowas. Müssen wir uns mal angucken dann gleich. Ja, sieht so ein bisschen aus mit dem Grau wie das eine, was wir schon mal hatten. Ist aber ein bisschen schwerer. Oh, Metall. Hier ist Metall dran, ne? Kein Plastik. Außenrum ist Plastik. Oh, schöne Dicket R für rechts und richtig schöne Dicket L für links. Dass du das auch abends als Blinder erkennen kannst. Wartet mal, ich mach mal kurz Test. Ich möchte euch das leider nicht zeigen, wie ich es aufsetze momentan, weil ich echt nicht schön aussehe mit den Augen und allem rum und dran. Sitzt okay, aber gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Zeige ich euch auch gleich warum. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, naja, mal gucken. Dann haben wir hier halt laut und leise. ENC. Achso, das ist die Mute-Taste. Licht an und aus. Hier kommt der Klinke rein.
Hier haben wir das Headset, das kann man nach vorne machen oder hoch und biegen können wir das auch. Gut. Beim Tragen eben ist mir aufgefallen, ich habe das ja so auf. Ja, ich habe es jetzt noch nicht weiter verstellt, also hier ist es noch genau so. Ich muss es nicht so weit auseinander machen, wie jetzt zum Beispiel mein G935 oder das Turtle Beach. Da muss ich viel weiter auseinanderholen, also ist für große Köpfe auch sehr gut geeignet. Aber es sitzt halt, wenn du, also das wird natürlich, denke ich mal, hoffe ich doch in der nächsten Zeit dann besser werden, wenn man es so auf hat, ja, so, es sitzt halt hier unten. Hier unten drückt es ein bisschen, aber hier oben sitzt es locker. Also nicht ganz so fest, also es umschließt die Ohren zwar, aber halt, man merkt, dass hier oben nicht ganz drauf ist. Also das müsste mal gucken, wie denn sich nach der ersten Session ist und ob es so weiter bleibt oder ob da vielleicht noch ein bisschen nachgibt oder die so ein bisschen sich noch anpassen. Hier ist dann der USB-C-Kabel zum Laden. Und da wird wahrscheinlich eine Leuchte sein, damit wir dann sehen, ob es voll oder... Oh Gott, meine Stimme geht weg. Ob es vollgeladen oder nicht vollgeladen ist. Hier leuchtet es dann ringsherum. Haben wir denn schon eigentlich Energie drauf, dass wir das mal gucken können? Ja. Sieht man es ja. Was sagt die denn? Surround Sound Off und Surround Sound On. Mikrofon an. Mikrofon off. Und wenn ich den jetzt hier drückt halte. Entschuldigung. EMC off und EMC an. Und das? Ja. Also das ist Mikrofon an und aus. Und gleich ENC an und aus. Moment. So, jetzt geht's wieder halbwegs. Also ENC an und aus, wenn man es gedrückt hält. Einmal nur drücken ist Mikrofon an und aus, halt, wie gesagt. Hier können wir das Licht mit einmal drücken an- und ausmachen. Ja, wenn wir nur kurz drücken, wenn wir gedrückt halten, geht es an. Wenn es aus ist halt und wenn es an ist, gedrückt halten, geht es aus. Hier haben wir dann halt Lautstärke. Ich finde es auch gut, dass man das Mikrofon direkt mit der Taste stumm schalten kann. Aber ich hoffe trotzdem, dass es dann noch mit bei ist, dass wenn man das hoch macht, automatisch mute ist. Weil das ist man ja gewöhnt von den meisten. Man quatscht mit seinen Leuten und sagt, ey, Moment, ich muss mal kurz und pff, macht hoch, legt das beiseite und dann ist das Mikrofon halt aus. Und das müsste schon, also das ist eigentlich Standard, das müsste doch hoffentlich dann mit bei sein. Klinkeanschluss. ENC muss ich dann auch nachlesen. So, dann haben wir hier ein USB zu USB-C. Ja, ganz normal zum Laden halt. Ist auch nicht lang. Dann halt den Dongle, ja, mit dem er sich verbindet. Oh, mein Akku ist auch gleich leer. Und ein Klinke-Kabel, damit man es halt auch mit Klinke mit einem PC oder anderen Gerät verbinden kann. So, dann würde ich sagen, dann mache ich hier hoch Schluss, weil der Akku geht immer schneller runter. Das sollte für das Unboxing und ja, ist ja eigentlich Hardware hier gleich mit bei. Ich habe es euch gezeigt, reichen. Wir werden es dann halt in den nächsten Streams, sobald ich wieder richtig fit bin, benutzen. Und dann mache ich dann natürlich auch ein Fazitvideo, wie es sich geschlagen hat, wie es mir gefallen hat. Oder, und ich werde halt auch im Stream halt schon Fragen beantworten dazu wahrscheinlich. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es sich schlägt.
Ja, wie gesagt, das ist das erste Bluetooth oder Wireless oder je nachdem, wie verbindet sich halt und nicht kabelbundene von EKSA. Da bin ich sehr gespannt. So, das machen wir auch alles noch. Hier rein, schön weggepackt. Und dann werde ich jetzt nämlich. So. Videos übertragen und dann mich wieder hinlegen und noch ein bisschen meine Stimme und mich schonen und ja, wir sehen uns dann. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.